Wer bin ich? Wofür stehe ich? Wohin will ich? Wie erreiche ich mein Ziel? Persönlichkeit, Visitenkarte, Vision, Strategie. Sehr geehrte Jury, liebes Publikum, dies war nur eine kurze der vielen hunderten Vorschlägen, wie man seine eigene Marke Ich kreieren kann. Doch was genau bedeutet es eigentlich, eine Marke Ich zu haben oder eine Eigenmarke zu sein? Wie immer, wenn ich eine Rede schreibe, beginne ich mit einer Internetrecherche. Und dieses Mal habe ich es genauso getan. Ich habe aber bemerkt, dass es schon unzählige Menschen vor mir gegeben hat, die über dieses Thema gesprochen haben. Sie schreiben Bücher oder halten Seminare und wollen den Menschen erklären, warum gerade sie ihnen den perfekten Weg zur Eigenmarke zeigen können. Warum gerade sie ihnen den einzigen Weg dazu zeigen können. Warum gerade sie die Besten auf diesem Gebiet sind. Und da beginnt das Selbstmarketing schon. Warum gerade sie eben die Besten auf diesem Gebiet sind. Warum gerade sie das, was sie eben machen, so gut machen. Diese Menschen verstehen, worum es geht, was es bedeutet, sich selbst zu vermarkten, sich selbst zu verkaufen. Diese Menschen verstehen, was es heißt, eine Marke Ich zu sein. Beginnen möchte ich dann aber damit, Sie zu fragen, was genau eine Marke ist. Anhand eines Beispiels. Ich möchte, dass Sie sich eine ganz normale Blue Jean vorstellen. Ob zerrissen oder ganz, ob knöchel oder bodenlang, ob Boyfriend, Skinny oder Bootcut. Eine Blue Jean ganz nach Ihrem Belieben. Und meine Frage lautet nun, wie viel kostet dann eine solche Jean? Naja, das hängt dann von der Marke ab. Ja, es hängt von der Marke ab. Die Marke bestimmt den Wert, die Marke schafft den Preis, die Marke bestimmt. Ein anderes Beispiel für eine Eigenmarke ist zum Beispiel meine Friseurin. Wie auch viele andere bin ich eher kritisch, wen ich an meine Haare lasse und wen eher nicht. Wenn ich zum Friseur gehe, dann nur, wenn ich zuerst einen Termin bei meiner Friseurin bekommen habe. Diese weiß meiner Meinung nach am besten, was sie tun muss, und sie macht das meiner Meinung nach auch gut. Sie scheint für mich eine der Besten in ihrem Gebiet zu sein. Was bedeutet, falls ich die beste Friseurin oder den besten Friseur wählen sollte, dann würde ich natürlich meine Friseurin wählen. Damit hat sie mir ihre Eigenmarke gut verkauft. Und ich würde sie weiterempfehlen und auch anderen Menschen sagen, warum sie sich gerade bei dieser Friseurin die Haare schneiden lassen sollten. Und darum geht es bei einer Marke Ich. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, sagte einmal, "Your brand is what people say about you when you leave the room." Also in Deutsch, deine Marke ist das, was die Leute über dich sagen, wenn du den Raum verlässt. Also, was die Menschen über dich sprechen, ob sie dich empfehlen oder ob sie insgeheim von dir abraten. Ein kleiner Test dabei wäre vermutlich, wenn man das nächste Mal mit Freunden zusammensitzt, so zu tun, als würde man auf die Toilette gehen und sich dann hinter der nächsten Couch oder dem nächsten Sofa zu verstecken. Jedoch, wer genug Selbstvertrauen in seine Eigenmarke steckt, wird sich diesen kleinen Test ersparen und weiter darauf vertrauen, dass er oder sie das, was er eben tut, gut macht. Und dass die Menschen dann auch gut darüber sprechen können und werden. Ein gesundes Selbstvertrauen ist ein ebenso wichtiges Kriterium bei einer Eigenmarke wie all die anderen. Während ich mich aber mit meinem Friseursalon-Beispiel beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, wie passend das Wort wählen zu meinem Thema ist. Es geht zwar nicht darum, ob ich die beste Friseuse wähle oder den besten Friseur, sondern es geht um ganz andere Wahlen. Um Wahlen, die uns vermutlich oder hoffentlich gerade im Kopf herumschwirren. Die Bundespräsidentschaftswahlen am Sonntag. Bei diesen Wahlen geht es einfach genau darum. Es geht darum, den Wählern die eigene Marke, die Marke Ich, die Marke Kandidat zu verkaufen. Es geht um Image, Sympathie und Kompetenz. Es geht um Persönlichkeit, Visitenkarte, Vision und Strategie. Es geht aber auch um Verpackung. Die Kandidaten und die Kandidatin erklären uns nun seit ihrer Kandidatur, wer sie sind, wofür sie stehen, wohin sie wollen
und welche Maßnahmen Sie setzen würden, beziehungsweise welche Wege Sie gehen würden, um dieses Ziel zu erreichen. Sie versuchen uns WLAN klarzumachen, wieso gerade Sie perfekt für dieses Amt sind. Und obwohl dies nur meine ersten Wahlen sein werden, bemerke ich den kleinen, aber feinen Unterschied zu den normalen Wahlen. Normalerweise wählt man eine Partei, die sehr wohl ein Gesicht hat. Jedoch vermischt sich diese Marke Ich des Kandidaten mit der Partei. Doch bei diesen Wahlen geht es rein um die Marke Ich, rein um die Marke Kandidat. Denn, wie Sie vermutlich alle wissen, ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin muss überparteilich sein. Die Partei darf keine Rolle spielen. Man muss sich selbst ein Bild von dieser Marke Kandidat machen. Zum Beispiel von Irmgard Gries. Sie ist eine unabhängige Kandidatin und von ihr musste man sich zuerst ganz alleine ein Bild machen, da man ihre politische Einstellung nicht von ihrer Partei ablesen konnte. Oder Alexander Van der Bellen. Dieser wird von den jungen Grünen selbst nun als zu weit rechts bezeichnet. Doch wie verkauft sich dieser Kandidat uns Wählern gegenüber? Wie sieht seine Marke Kandidat, seine Marke Ich aus? Und wenn man so über die Wahlen und das Selbstmarketing nachdenkt, dann kommen Sie vielleicht, wie auch ich, zu dem Schluss, dass das beste Beispiel Marke Ich ebenso in den Medien kursiert. Es schwirrt herum und lässt uns nicht los. Wenn ich die amerikanischen Präsidentschaftswahlen erwähne, dann denken Sie vermutlich sofort an ihn, Donald Trump. Und dazu muss man Bedenken geben, dass Donald Trump überhaupt keine politische Vorerfahrung mit sich bringt. Gar keine. Doch er weiß, wie er sich selbst vermarkten muss, um in den Medien das Thema zu sein. Und vermutlich auch so seine Wähler zu gewinnen. Denn, wie man sehen kann, gewinnt er regelmäßig Primaries in Amerika. Denn er hat einfach die Kriterien, die man braucht, um sich selbst zu vermarkten, perfekt umgesetzt. Man weiß genau, wer er ist, wofür er steht, wohin er will und was er bereit ist, dafür zu tun. Und genau darum geht es. Es geht darum, zu verstehen, dass all diese Menschen versuchen, ihnen weiszumachen, warum sie gerade diesen oder jenen Kandidaten präferieren sollten, warum sie gerade sich bei diesem oder jenen Friseur die Haare schneiden lassen sollten, warum sie gerade diese oder jene Rede zur Besten wählen sollten. Ob Lüge oder nicht, es dreht sich alles um Persönlichkeit, Visitenkarte, Vision und Strategie. Und dies schön zu verpacken. Es geht alles darum, seine Marke Ich zu vermarkten und verkaufen. Und trotzdem möchte ich Ihnen mit dieser Rede nun nicht wie all die Ratgeber erklären, wie sie sich zu vermarkten haben, wie sie jeden Käufer oder Wähler um den Finger wickeln können oder wie sie jedem weismachen können, dass sie auf ihrem Gebiet der oder die Beste sind. Ich will Sie lediglich daran erinnern, dass jeder und jede von Ihnen bereits eine Marke Ich hat und jeder und jede von Ihnen dadurch auch einen Markenwert. Aber Sie selbst müssen entscheiden, ob Sie die No-Name oder die Levi Jeans sind. Denn im Endeffekt dreht sich alles darum, wie Sie sich vermarkten und verkaufen. Und jeder und jede von Ihnen kann die perfekte maßgeschneiderte Jeans sein, wenn er nur will. Danke.